Moin Leute, heute habe ich wieder einen schönen Rezeptwunsch für euch. Und zwar hat sich diesmal die Lisa 224224 etwas gewünscht. Und zwar wollte sie etwas haben mit Avocado, Pilze und Erbsen. Ja, und aus diesen drei Zutaten dachte ich, kann man einen schönen Salat machen. Okay, los geht's. So, als erstes könnt ihr gleich mal die Avocado erstmal schälen oder beziehungsweise auslöffeln. Und die könnt ihr gleich in grobe Stückchen schneiden. Zu der Avocado könnt ihr gleich mal einen Esslöffel Apfelessig geben. Oder halt anderen Essig, wenn ihr anderen Essig lieber mögt. Oder Zitronensaft würde sich zum Beispiel auch eignen. Ein kleines bisschen unterrühren. Dann habe ich hier zwei Tomaten. Die könnt ihr ebenfalls in recht grobe Stückchen schneiden. Dann habe ich hier noch eine Paprikaschote, die habe ich hier schon halbiert. Die könnt ihr ebenfalls einfach in grobe Stückchen schneiden. Die Erbsen könnt ihr auch schon mal dazugeben, das sind jetzt ungefähr 100 Gramm. So, ich habe jetzt hier 10 kleine Pilze, die schneide ich hier einfach in etwas dickere Scheiben. Was ich bei Salaten übrigens so gut finde, ist, dass man da von den Mengen her immer variieren kann, wie man möchte. Also ich könnte jetzt auch mehr Pilze nehmen oder weniger oder quasi zwei Avocados und nur eine Tomate und so weiter. Ja, wie ich lustig bin. Im Grunde muss ich mir eigentlich nur merken, welche Zutaten ich brauche und ja, und halt nicht wie viel. Das kann ich eigentlich nach eigenem Ermessen immer selber entscheiden und das finde ich immer recht angenehm. Dann habe ich hier zwei Knoblauchzehen, die schneide ich auch noch schnell in dünne Scheiben. So, und um mal ein bisschen Röstaromen in den Salat zu bekommen, brate ich die Pilzscheiben jetzt noch an. Dafür nehme ich einen kleinen Schluck Olivenöl, vielleicht 1 bis 2 Esslöffel. Und wenn das Öl heiß ist, dann könnt ihr die Pilzscheiben in die Pfanne geben. So, nach ein paar Minuten, wenn die Pilze so anfangen braun zu werden, könnt ihr einen halben Teelöffel Salz dazugeben und unten weiterschwenken. So, ich glaube, die Pilze sind gleich gut und kurz bevor wir die dann rausnehmen, geben wir nochmal den Knoblauch dazu und rösten den für ungefähr 1 oder höchstens 2 Minuten mit an. Am besten unter ständiger Bewegung. Dann können wir das Ganze vom Herd nehmen und zum Salat geben. Die Pilze könnt ihr schon mal vorsichtig unter den Salat heben. Wenn die Avocado jetzt so weich ist wie bei mir, solltet ihr das übrigens auch nicht allzu oft machen. Sonst wird das Ganze nämlich eine matschige Angelegenheit. Dann habe ich hier noch eine Lauchzwiebel. Die schneide ich in dünne Ringe. Dann brauchen wir eine kleine Schüssel und 1 bis 2 Teelöffel Senf. Außerdem einen weiteren halben Teelöffel Salz. Außerdem ein bisschen Wasser, Zucker 3 Esslöffel. Das hat einfach die Bewandtnis, dass der Senf sich dann besser im Salat verteilt und nicht irgendwie klumpenweise an einer Stelle hängt. So, ab in den Salat damit und noch einmal kurz durchrühren bzw. unterheben. So, und fertig ist euer bunter Avocado-Salat. So, mal kosten. Also ich finde den echt lecker. Könnte vielleicht ein bisschen würziger sein, aber ich finde, im Sommer muss man sein Essen nicht unbedingt so stark würzen. Das, ja, das treibt ja auch den Schweiß immer ein bisschen und wenn das eh schon so heiß ist, ist es dann auch nicht so angenehm. Avocado mache ich ja meistens oder in den meisten Rezepten zumindest ist es ja irgendwie als Creme gemacht. Deswegen ja, finde ich es mal ganz gut, zur Abwechslung mal ein Rezept zu haben, wo die Avocado sozusagen ganz bleibt. Ja, vielen Dank für diesen Zutatenwunsch an Lisa 224224 und ja, euch wünsche ich zu Hause wieder viel Spaß beim Nachmachen und tschüss, bis zum nächsten Mal.